In diesen Tagen gedenken wir zweier Ereignisse, die für das Anliegen der Einheit der Christen von großer Bedeutung sind. Am 25. Mai vor 25 Jahren hat der heilige Papst Johannes Paul II. Seine Enzyklika über den Einsatz für die Ökumene ut unum sint veröffentlicht. Mit ihr hat er 30 Jahre nach Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils dessen Entscheidung bekräftigt, dass die katholische Kirche an der ökumenischen Bewegung teilnehmen wird. Und er hat diese Entscheidung als unumkehrbaren Weg der katholischen Kirche bezeichnet. Und am 5. Juni, vor 60 Jahren, hat der heilige Papst Johannes der 23. das damals sogenannte Sekretariat zur Förderung der Einheit der Christen begründet, das im Jahre 1988 in einen päpstlichen Rat umbenannt worden ist. Er führt im Namen und Auftrag des Papstes die ökumenischen Dialoge mit den anderen christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften mit dem Ziel, die Einheit des in der Geschichte durch viele Spaltungen verwundeten einen Leibes Christi wiederzufinden. Beide Gedenktage zeigen, wie sehr der katholischen Kirche die ökumenische Aufgabe am Herzen liegt.